Hallo und herzlich willkommen. Wer die Datenbanken nach Amiga-Spielen durchstöbert, die auf CD-ROM erschienen sind, landet irgendwann bei diesem Kuriosum hier, Gangster Pursuit. Hier läuft der Titel gerade auf einem Amiga CD32. Das Einzige, was man hier tun kann, ist dem Titelbild den Feuerknopf zu drücken. Dann rennen die Gangster Richtung Ziel los. Einige stolpern und bleiben auf der Strecke, andere rennen weiter, einige schneller, einige langsamer. Steuern kann man keinen davon. Warum? Kurioserweise gibt es im gleichen Hersteller von MMM ein ähnliches Spiel, nämlich Camel Racer. Hier das gleiche, nur als Kamelrennen. Irgendwann laufen die Kontrahenten ins Ziel und nach einem weiteren Druck auf den Feuerknopf wird das Rennergebnis gezeigt. Mehr passiert nicht. Was soll das? Tja, auf der CD hier steht zwar CD32, aber der Titel war auch Bestandteil eines ganz anderen Systems auf Amiga-Basis, ebenfalls entwickelt von MMM, der Multimedia Medium Limited aus Großbritannien. Bühne frei, also für das Quizoki Plus Karaoke and Entertainment System. Unsere beiden Titel sind Bestandteil genau dieser Veranstaltungstechnik, die ab Mitte der 90er Jahre verfügbar war. Das Quizoki-System besteht aus einem modifizierten Amiga 1200, unter anderem mit optischem Laufwerk, Harmonizer und Verstärker zum Anschluss von Lautsprechern und Mikrofonen. Es konnte für Veranstaltungen aller Art gekauft oder gemietet werden. Zum Funktionsumfang gehörten ein Karaoke-System mit tausenden Titeln, ein Bilderrätsel, eine Quizshow, ein Kartenspiel sowie ein Bingo-Moderationssystem. Alles für Publikum konzipiert und mit englischer Sprachausgabe. Wie passen nun Gangster Pursuit und Camel Racer in dieses Unterhaltungskonzept? Laut Anleitung kann man tatsächlich nur ein Rennen starten, das Ergebnis anzeigen lassen und erneut das Rennen starten. Mehr nicht. Die Spiele sind für eine Race Night bzw. Lotterie gedacht. Die Gäste können Tippscheine erwerben und auf einen Gangster oder ein Kamel wetten. Die Anleitung gibt Tipps, wie der Raum ausgestattet sein sollte, wie die Zeiträume zwischen den Rennen liegen sollten und was zu beachten ist, damit das Ganze legal bleibt. Und die Anleitung stellt auch Druckvorlagen für Tickets bereit. Da alles online verfügbar ist, steht eurer eigenen 90er Jahre Race Night nichts mehr im Wege. Nein, Spaß, also für die Rechtmäßigkeit übernehme ich natürlich keine Haftung. In diesem Sinne dann auch vielen Dank fürs Interesse und alles Gute.